Suche dir einen ruhigen Platz zum Entspannen. Schließe deine Augen. Mit deinem inneren Auge siehst du jetzt deinen Lieblingsplatz an deinem Lieblingsort. Schau dich um und alles ist so wie immer. Die Welt ist friedvoll. Ja, ich bin eine friedvolle Seele. Ich bin Energie. Ich hole meine magische Münze hervor. Ich lege sie in die Mitte meiner Stirn. Eine angenehme Wärme geht von der Münze aus. Das magische Münze-Mysterium beginnt. Um diese magische Münze wird es violett. Die violette Flamme der Reinigung breitet sich immer weiter aus. Sie umschließt die Münze, breitet sich weiter aus. Sie umschließt auch mich. Mit jedem Atemzug atme ich das Licht ein. Es breitet sich in meinem ganzen Körper aus. In jeder einzelnen Zelle. Wenn ich ausatme, nimmt das violette Licht alles, was meinem Körper schadet, mit. Ich atme Schadstoffe, die mir nicht gut tun, mit meinem Atem aus. Das violette Licht reinigt mich, meinen Körper. Einatmen. Ausatmen. Einatmen. Ausatmen. Ich werde mir meiner wirklichen Identität bewusst. Die magische Münze und die Macht und Kraft meiner Gedanken erwecken meine Energie. Wenn ich mich frage, wer bin ich, dann denke ich. Wer bin ich? Dann denke ich daran, dass ich fühle, dass ich denke, dass ich entscheide, dass ich Eigenschaften habe. Aber wer bin ich? Bin ich der Körper? Bin ich Materie? Materie kann nicht denken, nicht entscheiden, nicht erinnern. Ich bin also keine Materie. Ich bin immateriell. Ich bin also nicht mein Körper. Ich bin unabhängig von meinem Körper. Ich bin eine Seele. Energie. Und es gibt nur einen Punkt, von dem aus ich alles in meinem Körper wie ein Instrument überwachen und steuern kann. Ich wohne in der Mitte meiner Stirn. Ein kleiner Lichtpunkt.
wie ein kleiner strahlender Stern. Energie. Ein kleiner Punkt, der nicht mehr teilbar ist. Ich bin also eine Seele. Ein Lichtpunkt. Ich strahle Energie, unteilbar, und wenn ich unteilbar bin, bin ich auch ewig. Mein Körper ist vergänglich, aber ich, die Seele, bin ewig. Ich wohne in der Mitte meiner Stirn, benutze meinen Körper als Instrument. Ich steuere über das Gehirn, die Nervenbahnen, meinen Körper, auch wenn ich nur ein kleiner Lichtpunkt bin. Energie, geballte Energie. So ist alles, was zu mir gehört, in diesem Punkt enthalten. Ich bin vollkommen mit Geist, meinen Gedanken und meinen Gefühlen und Eigenschaften. Die magische Münze bündelt meine Energie. Das violette Licht durchdringt, durchströmt meinen Körper. Das violette Licht hält alles rein. Es reinigt den Körper und hält ihn rein. Der Geist entscheidet. Jede meiner Handlungen hinterlässt eine Spur in mir. Und wiederholte Handlungen führen dazu, dass sie Charaktereigenschaften bilden. Durch meine Gedanken, die ich steuern kann, löse ich Gefühle aus. Das führt zu Erfahrungen und Handlungen. Ich bin also derjenige, der sich wandeln kann. Ich bin verantwortlich für meine Gedanken, auch meine Gefühle, auch für meine Erfahrungen. Und für meine Eigenschaften. Ich bin unabhängig von der Umwelt. Ich entscheide, ob ich leide oder glücklich bin. Ich bin der Herrscher. Mit Hilfe des Wissens, der Realität, meiner wirklichen Identität. Und das Zusammenspiel von Gedanken, Gefühle sowie Handlungen. Ich bin in der Lage, mich in die Richtung zu entwickeln, die ich wähle. Ich bin der Herrscher, der alles steuert. Ich kann mich wandeln. Mich verwandeln, vervollkommnen. Wir sind nicht die Umstände in der Umwelt, die mich leiden lassen oder glücklich machen, sondern ich bin es, mein Urteil über diese Umstände, meine Gedanken und die damit verbundenen Gefühle. Ich also bewirke, was ich empfinde, indem ich meine Wirklichkeit erkenne, gewinne ich Souveränität in mir zurück. Ich bin der, der alles steuert. Ich steuere meinen Körper. Ich bin der Körper.
Ich bin nicht der Körper. Ich bin unabhängig von ihm. Er ist mein Instrument. Ich benutze ihn, um zu handeln. Er ist mir unterstellt. Genauso ist es mit meinen Gedanken. Auch die magische Münze ist mir unterstellt. Sie bündelt meine geistige Kraft und Energie. Ich kann entscheiden, in welche Richtung ich meine Gedanken lenke. Und diese Gedanken sind wie Samen. Aus ihnen entwickelt sich meine gesamte Erfahrung, Handlung und damit strukturelle Persönlichkeit. Ich bin glücklich über das Wissen meiner eigenen Wirklichkeit. Ich bin eine Seele, ein Lichtpunkt. Mit Hilfe meines Intellektes kann ich mich gedanklich überall hinbewegen, zu anderen Seelen, und ich strahle die Schwingungen, die Qualität aus, die mich erfüllt und in innerer Ruhe und Liebe bringt. Die anderen spüren meinen Frieden und fühlen sich wohl. Die höheren Schwingungen, die positiven Schwingungen, überlagern die tieferen Schwingungen. Sind Menschen in meiner Umwelt dann verärgert, so werde ich mich davon nicht anstecken lassen, sondern meine Ruhe, meine Ausstrahlung wird sie erfüllen und beruhigen. Ich habe also nicht nur eine positive Macht über mich selbst, meine Gedanken, Gefühle und Erfahrungen. Sobald ich mich selbst mit positiver Qualität anfülle, Einfluss und Macht über andere. Meine Kraft, meine Ruhe hilft auch anderen. Jetzt muss ich mich erst selbst über die magische Münze mit innerer Kraft und Ruhe anfüllen. Mich in einer Weise wandeln, da ich in meiner ursprünglichen Form, die ich einmal vor langer, langer Zeit hatte, wiederbekomme. Denn unsere wirkliche, originale Ursprungsform ist voller Kraft, voller Liebe, Gelassenheit, Güte und Toleranz. Kann ich diese Qualität überhaupt wiedergewinnen? Und wenn ja, wie? Mit dem Wissen, dass uns die höchste Seele, die unkörperliche Seele, unsere Energie, mit dem Wissen über meine eigene Identität, ich bin eine Seele, mit dem Wissen über meine ursprüngliche Qualität, friedvoll, kraftvoll, liebevoll und dem realen klaren Wissen über die höchste Energie unserer magischen Münze, die mir und dir, uns allen als Kraftwerk dienen kann. Kann ich mich wieder rückverwandeln? Durch eine gedankliche Verbindung entsteht ein Energiekontakt. Wenn ich mich ruhig und gelassen fühle, kann ich positive Schwingung geben.
mich gedanklich mit der höchsten Seele, der höchsten Qualität, die es im Universum hat, verbinden. Wenn ich weiß, wer sie ist, wo sie ist, welche Eigenschaften sie hat, wenn ich eine tiefe, liebevolle Beziehung aufbauen kann und gedanklich mit ihr verbunden bin, dann fließen ihre Energien in mich hinein. Und ich wandle mich. Die höchste Seele ist ein Lichtpunkt, genau wie du und ich. Mit allem Wissen im Ozean des Lebens. Ein Ozean der Liebe. Ein Ozean der Reinheit. Die höchste Energie wohnt hinter dem physikalischen Universum. In einem Gebiet mit violettem Licht. Eine Seele. Ein Stern. Energie. Ein bewusster, lebender, energetischer Punkt. Leuchtend. Strahlend. Mit Hilfe meines Intellektes kann ich zu ihm fliehen. Und erfahre die Ruhe, die Liebe und lasse mich von seinen Schwingungen durchströmen und wandle mich. Schon bei der ersten Begegnung spürte ich, wie tiefe innere Ruhe in mich fließt und wie ich mich allmählich wandle in der gedanklichen Verbindung mit dieser Energie. Bin ich erfüllt von seiner Qualität. Meine magische Münze und ich verbinden uns mit dieser Energie. Erlebe, wie ich unabhängiger werde. Wie mich äußere Dinge weniger beeinträchtigen, wenn sie negativ sind. Wie ich ruhiger und gelassener werde. Gefüllt werde von Liebe und innerem Glück. Sodass mit dem Erkennen und dem Erkennen meiner Energie wie eine neue Geburt, wo ich abhängig war von den äußeren Umständen, Situationen. Jetzt erkenne ich und jeder Schritt in meinem Leben, in meinem täglichen Leben, zur Vollkommenheit. Weil ich, egal wo ich stehe, wo ich gehe, wo ich arbeite, ob ich in einer Konferenz sitze, zu Hause bin, Auto fahre, immer, egal welche Aktivität ich tue, kann ich gedanklich mit meiner magischen Münze verbunden sein. Diese Energie, diese Qualität in mir aufzunehmen und so in einer relativ kurzen Zeit wieder meine alte Form erreichen. Dieses Wissen ist ein Juwel, ein so hoher Wert. Dieses Wissen bringt dir und mir uns den wirklichen inneren Frieden. Mit dem Verlust unserer Identität, der Wirklichkeit, mit unserem körperidentifizierten Körperbewusstsein sind wir den Berg hinuntergegangen, haben uns abhängig gemacht von anderen Menschen, Meinungen. Mit dem Erkennen der Realität, mit dem Bewusstsein meiner wirklichen Identität gewinnen wir unsere Souveränität zurück. Und mit dem Erkennen unseres geistigen Kraftwerks, unserer magischen Münze und die Verbindung in Liebe zu ihr werden wir kraftvoll. Ich entspanne mich noch einmal. Ich lasse meine Gedanken los. Genieße noch einmal für einen Moment meinen Lieblingsort. Ich fühle mich erholt und kraftvoll. Ich weiß, dass ich energiegeladen bin und durch die Macht und Kraft meiner Gedanken
meine Wünsche realisieren kann. Ich bin wieder im Hier und Jetzt.